Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Junge Politik in Sachsen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Zu einer neuen Folge. Wir sind heute mal doppelt quasi, also nicht doppelt, sondern wir sind einfach mal zu zweit für eine Podcast-Folge. Genau, eure beiden Hosts zusammen in einem Studio, es gab es noch nicht, heute Premiere bei Junge Politik in Sachsen. Genau, denn der Grund ganz einfach, wir haben heute auch zwei Gäste, ist auch unsere Premiere, wir hatten noch nicht zwei Gäste hier. Bei uns sind heute Sibylle Berg und Martin Sonneborn. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Dresden. Guten Tag. Guten Tag, herzlich willkommen draußen an den Geräten hier auf Radio Freies Sachsen. Quasi fast. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen. Wir? Ja. Wo sind wir? Wo? Bei Sachsenfernsehen. Sachsenfernsehen. Also, aber klingt ja alles so ähnlich, das kann man auch mal verwechseln, also ganz einfach. Freies Sachsen, oder? Fernsehen. Scheißegal, Hauptsache Sachsen. Ist ja auch wurscht. Wir hatten das gerade schon, Wurscht. Und wieso heißt das junges Format oder junge Politik? Weil wir hier eingeladen sind. Schatz. Genau, das weil wäre jetzt die charmante... Sind denn die jüngsten Gäste, ja, die ihr gehabt habt? Bisher? Mit Abstand. Gut, alles klar. Dann... Das ist genauso, wie ich es mir dachte hier. Dann fahren Sie fort, junger Mann. Wir machen das so, junge Journalisten interviewen quasi Politiker, egal welches Alter. Aber die charmantere Antwort wäre natürlich die gewesen. So, ich muss jetzt mal ganz ehrlich gestehen, ich musste mich für die Vorbereitung des Podcasts hier ein bisschen über euch einlesen. Das tut uns leid. Ja, aber ich denke, wir kriegen heute trotzdem eine schöne, lustige Folge an. Ich habe da mal geguckt ein bisschen, also ich musste auch so lachen bei dem ein oder anderen Interview, was ihr da gegeben habt. Vielleicht lassen wir uns aber mal in Dresden starten, bevor wir hier über Europa sprechen und die großen Themen, denn es findet ja bald die Europawahl statt. Ihr habt heute ein Konzert, eine Veranstaltung in Dresden. Vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was ist da heute Phase, was passiert da heute? Auf keinen Fall. Die Leute sollen da hingehen und dafür zahlen. Außerdem ist das nach der Ausstrahlung, also wir sind ja erst live auf Sendung praktisch, wenn wir schon fertig sind mit unserer Show. Okay, dann können wir auch erzählen, was wir machen. Tanzen, oder? Wir tanzen, wir werden sehr viel singen. Wir haben unsere Jonglage habe ich mir vorgenommen. Gitarren dabei und ich werde mit der Kreissäge Holzarbeiten machen. Außerdem ziehen wir uns aus, traditionell. Das klingt spannend. Da lohnt sich das Geld, was man ausgibt wahrscheinlich. Welches, ja, Geld? Ich dachte, das lassen wir mal so stehen, oder? Ich habe dir nicht gesagt. Also, die Verhandlungen mache ich, das Geschäftliche läuft immer mich. Wir bleiben mal in Dresden. Die Dresdnerinnen und Dresdner kommen sehr regelmäßig in den Genuss eurer Politik, und zwar, weil ihr einen Stadtrat hier in Dresden habt, den Max Aschenbach. Der steht, glaube ich, sogar auf eurer Europaliste, wenn ich richtig informiert bin. Ist das richtig? Ja, sehr gut recherchiert. Danke. Und zwar hat der Max Aschenbach es wieder mal geschafft, mit einer Aktion ja in die Schlagzeilen zu kommen. Jetzt kürzlich hat er bei zwei Anträgen, da ging es um eine Bezahlkarte, um eine schärfere Bezahlkarte für Asylbewerber, als auch den Aberkennung des Status von Dresden als sicherer Hafen, quasi ein Ort, der sich bereit erklärt, mehr Geflüchtete als zugeteilt zuzunehmen. Bisschen ja entgegen seines politischen Spektrums, den er eigentlich zustimmt, verhalten in den Abstimmungen. Bei einer Abstimmung, bei der Bezahlkarte, war er ein Kiffen, laut Aussage. Und deswegen hat der rechte Flügel des Stadtrats diese Bezahlkarte durchbekommen. Und beim anderen hat er bei dem sicheren Hafen hat er sogar für den Antrag der CDU gestimmt, dass das Dresden kein sicherer Hafen mehr ist und dafür für einen kleinen Skandal gesorgt. Das sind wirklich ja reale Auswirkungen eurer Satirepolitik. Ist da die Satire nicht an der falschen Stelle? Ich habe den Anfang der Frage vergessen, aber ich schätze Max Aschenbach sehr hier im Stadtrat. Deswegen steht er auch vorne auf der Liste. Seitdem er den Nazi-Notstand in Dresden ausrufen ließ, ich habe das erst gar nicht mitbekommen, ich saß in Brüssel und wollte was schreiben und bekam lauter Anrufe von der Times aus Japan und aus Paris, mehrere Zeitungen aus den USA. Die fragten alle, ob ich einen Kontakt zu Max Aschenbach herstellen könnte, und dann stellte sich heraus, dass er einen lustigen Antrag gestellt hat, der eigentlich nur die Zivilgesellschaft in Dresden stärken sollte, damals als die Pegida Demonstrationen überhand nahmen hier, und dass aus technischen Gründen der Titel, also alle Parteien haben wohl mitgeschrieben bei diesem Antrag, der Antrag ist vollkommen verwässert worden, aber der Titel konnte nicht geändert werden, und da stand das Wort Nazi-Notstand. Das hat dann weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Ich habe ihn sehr gehasst in dem Moment, weil ich dauernd Anrufe bekam und meine Leitung blockiert wurde. Ich erinnere mich zurück, bleiben wir ganz kurz nochmal bei Max Aschenbach. Das heißt, die Geflüchteten in Dresden bekommen bald eine härtere Bezahlkarte, als sie vom Bund eigentlich vorgesehen ist, aus Witz. Also so wie ich das verstanden habe, ich verfolge jetzt Lokalpolitik nicht im Einzelnen, zumal im Osten. Wir sind ja immer nach wie vor für eine Zwei-Staaten-Lösung und auch für den
Austritt von Dresden und Leipzig aus Sachsen. Ist das so, dass Dresden nie wirklich sicherer Hafen und eine gute Stadt für Flüchtlinge gewesen ist? Und das hat jetzt ein offizielles Gesicht bekommen, das Ganze. Und so hat er mir das erklärt und so würde ich das dann auch einschätzen. Ich möchte trotzdem nicht als Flüchtling in Dresden leben, egal ob mit oder ohne Bezahlkarte. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe hier so viele Leute gesehen, die ich eher im rechten Spektrum vermute und so diese Demonstrationen, die sie da. Es hat wahrscheinlich einen ganz anderen Grund eigentlich. Ich habe mit Dresden immer Schwierigkeiten gehabt. Echt? Echt? Ich fand Dresden immer ganz großartig. Aber da gab es auch die Mauer noch. Man muss ja ganz kurz einwerfen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen und auch dementsprechend nicht hören können. Martin Sonneborn trägt Schuhe mit Stahlkappen. Bisher haben wir die noch nicht zu spüren bekommen, aber er meinte auf dem Weg hierher, dass er sie wohl auch aus der lokalen Bevölkerung, aus Sicherheitsgründen trägt. Ja, das sind ganz normale Caterpillar-Arbeiterschuhe und ich trage die im Parlament, um nicht auf dem politischen Parkett auszugleiten und aber auch aus Schutzgründen einfach. Wenn mir ein freier Sachse auf die Füße steigen will, dann ist das kein Problem. Ja, man muss immer aufpassen. Ich habe ein Problem mit den Dresdnern, seitdem wir eine Aktion hatten hier in der Fußgängerzone. Es ging damals um den Wiederabriss der Frauenkirche. Wir haben den im Wahlprogramm verlangt, haben gesagt, direkt nach dem Aufbau wird wieder abgerissen. Und wir haben eine Fußgängerstraßenaktion, Fußgängerzonenaktion, Zone sagt man ja eine Zone, oder? Also eine Fußgängerzonenaktion gestartet und haben dort so kleine Modelle der Frauenkirche an so einem Tapeziertisch aufgebaut, für 2 Euro am Hauptbahnhof gekauft und dann den Dresdnern die Gelegenheit gegeben, mit einem von uns kostenfrei zur Verfügung gestellten 5-Kilo-Hammer darauf zu schlagen, um zu sehen, wie interessant das wieder aussehen kann. Wir haben an diesem ganzen Tag, den wir da standen, nur einen einzigen Mann gefunden, der das machen wollte und das war einer aus Leipzig. So, wir wollen mal über Europa sprechen, weg von Dresden hin zu Europa, quasi hin nach Brüssel und nach Brüssel möchte auch Sibylle Berg. Listenplatz 2 für die Europawahl jetzt für die Partei. Warum das eigentlich, habe ich mich da gefragt? Ich wurde gefragt. Ich mach immer, wenn mich jemand fragt, mache ich das halt. Nein, Quatsch. Also es wäre mir eigentlich wirklich nie eingefallen, so meine sicheren Wände zu verlassen und irgendwie unter Menschen zu gehen. Ich find die Anfrage und die Idee inzwischen richtig beflügelnd, weil also die Wirkmacht von Büchern ist sehr limitiert, gerade wie ihr wisst. Vielleicht, es lesen kaum noch Menschen Bücher. Und wenn du mit Büchern deine Inhalte nur an 100.000 Leute verplemperst irgendwie, denke ich, in einer politischen Funktion oder der Aufmerksamkeit, die Zeug, was aus dem Parlament kommt, bekommt, kannst du vielleicht doch mehr erreichen, mehr Aufklärung, mehr Aufmerksamkeit. Und das heißt, es war gar nicht Ihre Idee, zur Partei zu kommen, sondern die Partei ist zu Ihnen gekommen. Ich bin das gewohnt, also die Sachen kommen zu mir, ich gehe nirgendwo hin, ich warte ab. Und dann kommt alles zu mir. Okay, aber wenn das jetzt klappt mit Europa, Sie wirklich ins Europäische Parlament einziehen, wird das dann nicht vielleicht furchtbar langweilig für Sie so als Freigeist? Das kann passieren, aber ich kann mich beschäftigen. Also ich kann ja irgendwie Leute ärgern. Candy Crush spielen oder sowas vielleicht auch? Sowas zum Beispiel. Okay, ja. Das ist auf jeden Fall so. Naja, aber ich glaube, es gibt da wirklich so viele, du kannst dann nicht sehr viel bewirken zu zweit. Aber ich glaube, so das, was Martin macht, diese gnadenlose Aufklärung, das gefällt mir sehr gut und dabei braucht er Unterstützung. Okay. Gibt es sonst noch was, was Sie vorantreiben wollen in Europa, wenn Sie es ins Parlament schaffen? Ich möchte die Überwachung zuschlagen. Das ist so ein bisschen das, wo ich mich auskenne und wofür ich brenne. Also wirklich diese immer brutaler werdende Abschaffung unserer Privatsphäre. Das ist ihr großes Thema. Warum eigentlich? Ich habe es bei Wikipedia gelesen. Es hat, oh Gott, glaub doch nicht, was da steht. Ist doch alles. Ist das fake? Oder stimmt das alles? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke da nicht rein. Seitdem da stand, dass ich mit einem Fußballer verheiratet bin, dachte ich, ey, komm, wichst euch. Wer war's denn? Es war
Wer war das eigentlich? Einer aus Dresden. Also, tatsächlich. Es gibt keine Fußballer in Dresden. Es gibt Fußballer. Es gibt Fußball. Dynamo Dresden. Ja, ja, ja. Hallo. Das könnte jetzt schwierig werden. Nehmen die Dresdner vielleicht übel. Wird es vor der Wahl ausgestrahlt? Überlegen wir das noch. Aber es gibt natürlich keine allerwelts. Es gibt schon sehr, sehr gute und nationale Fußballer hier in Dresden auf jeden Fall. Natürlich. Wo waren wir stehen geblieben? Überwachung. Ja. Also auf der einen Seite bin ich Nerd und liebe Tech-Themen. Ich bin seit 8 Jahren irgendwie im Aktivismus mit Nerds zusammen und Hackern zusammen und versuche irgendwie das Unmögliche, dass es aufhört, dass jeder Schritt von uns überwacht wird, als ein relativ hoffnungsloser. Mit Hackern zusammen? Also ja. Da sitzen dann so Leute mit Kapuze und grünen Zeichen und so. Und du hast einfach diese Bildschirme, wo pausenlos so grüne, Zahlen lang flimmern. Und dann schließt man sich mit Hackern aus Russland kurz, weil die können das besser. Und dann hackt man alles weg. Okay. Herr Sonnenborn, wir bleiben mal ganz kurz noch in Europa. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern auch noch mal kurz erklären, was erlebt man da so als Abgeordneter für eine Satirepartei? Was macht da besonders Spaß? Ist man da nur des Gehalts wegen? Die verdienen ja auch nicht ganz schlecht, die EU-Abgeordneten. 10.075,18 €. Wie viel? Ich dachte, 10.075. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja. Nein, das ist ja nicht alles. Martin, es gibt ja noch. Nein, halt, das stimmt gar nicht. Es gibt viel mehr. Lächerlich. Es gibt noch eine Pauschale von 45.000 oder 50.000 Euro im Jahr, mit denen du Dinge, also mit dem Geld kannst du Dinge produzieren lassen. Straßen bauen. Es gibt eine Bürokostenpauschale, die praktisch so 5.000 Euro im Monat für Faxpapier und Bleistifte. Und was am Ende übrig bleibt, ich weiß aus der letzten Legislaturperiode, da hat ein Professor der ÖDP, der finanziell gut gestellt ist, praktisch diese gesammelte Bürokostenpauschale zurücküberweisen wollen an das Europäische Parlament. Und man konnte ihm keine Kontonummer nennen. Er war der Erste, der das in der Geschichte der EU versucht hat und er ist gnadenlos gescheitert. Okay. Also das ist gut bezahlter. Ich mache es aber nicht in erster Linie des Geldes wegen. Ich habe noch nie irgendwas wegen des Geldes gemacht. Natürlich nicht. Das kam. Das würde auch nie jemand von sich behaupten. Also das jeder würde das wahrscheinlich sagen. Ne, ihr seid jung und wahrscheinlich denkt ihr da anders. Aber ich glaube, wenn man etwas verbissen und lang genug betreibt, so wie wir die Satire bei Titanic, dann kommt auch irgendwann Geld hinterher. Das ist, glaube ich, bei den meisten so. Aber was am meisten Spaß macht, sind natürlich die Reden zum State of the Union. Die haben wir einmal im Jahr und da kann die Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, in 60 Minuten oder manchmal auch in 90 Minuten erklären, wie toll die EU ist. Und ich habe dann 60 Sekunden Zeit, um das zu relativieren. Und das Gute ist, sie sitzt dann 2 Meter neben mir und muss sich das alles anhören, diese Kritik direkt. Und das macht mir Spaß. Sie sagen, Sie machen es nicht des Geldes wegen. Machen Sie es, weil Sie erfolgreich waren? Warum wollen Sie jetzt nochmal ins EU-Parlament? Was haben Sie denn erreicht mit Ihrem Spaß? Also ich glaube, wir haben relativ viel Transparenz herstellen können, denn es gibt ja eine Koalition aus CDU, SPD, FDP, CSU und den Grünen. Willkommen auch den Grünen dabei. Also eine Koalition, die uns praktisch wieder aus dem Parlament setzen will. Es gibt einen fraktionslosen Abgeordneten unter 705 Abgeordneten insgesamt. Und der stört, weil er zu viel Transparenz herstellt und zu schlechte Witze macht. Wir haben jetzt eine Wahlrechtsreform, die in ganz Europa praktisch durchgeprügelt wurde. Und diese hatte eigentlich nur den Zweck, den einzigen Parteiabgeordneten hier wieder vor die Tür zu setzen. Und wir haben dagegen gearbeitet. Ich habe mich gar nicht aktiv entschieden, weiter zu kandidieren, sondern wir wollten uns nicht von CDU, SPD und den Grünen vor die Tür setzen lassen. Wie würden Sie das Europaparlament so beschreiben? Vielleicht in ein paar kurzen Sätzen? Vielleicht sogar nur in einem Wort? Ich glaube, das würde ich in einem Satz beschreiben. Lesen Sie das Buch, Herr Sonneborn bleibt in Brüssel. Wenn Journalisten mich anrufen, die nicht auf TikTok und YouTube vorher recherchiert haben, also alte Journalisten, dann, oder wenn sie meinen Büroleiter anrufen, dann sagen sie meistens, dass alles, was sie über die EU wissen, sie aus dem ersten Buch wissen, das ich geschrieben habe. Das ist recht lustig geraten, aber es ist natürlich auch so, dass man die Strukturen versteht und die Probleme und das Zusammenspiel mit der EU-Kommission. Denn, abschließender Satz, Europa wird wichtiger, das wissen wir alle, aber zur Überwachung kann ich sagen, dass wir haben gerade Abstimmungen gehabt,
Wir werten das Bargeld weiter ab. Sie dürfen keine Beträge über 10.000 Euro mehr bar bezahlen. Sie dürfen keine Beträge über 3.000 Euro anonym bezahlen. Wir setzen gerade die Maßstäbe oder wir schaffen gerade die Grundlage für eine flächendeckende Gesichtserkennung in ganz Europa, in ganzen EU-Staaten. Also da kommt einiges auf uns zu und es ist gut, dass jemand da nach dem Rechten schaut. Sag mal, ich kann auch was fragen, ja, oder? Was fragen? Also wie ist es denn so hier, also in Dresden so nicht, das, ihr kennt jetzt nicht alle Dresdner oder bei jüngeren Leuten, ist das ein Thema, Datenschutz, Überwachung der ganzen Das ist Scheiß? Das mit den Cookies, ne? Akzeptieren. Genau. Und das war's schon. Ihr seid so scheiße, eure Generation. Wir lassen uns gerade von drei Kameras filmen. Also. Aber okay, Herr Sonneborn, Sie sind doch auch auf TikTok. Ne? Sie sind doch auch auf China-TikTok, oder? Selbstverständlich. Und ich habe da, glaube ich, eine höhere Verbreitung als Ihr Maximilian Krah hier, der Dresdner Spezialexperte. Ja, apropos. Also der ist ja recht bekannt hier in Dresden und jetzt auch bundesweit bekannt geworden durch diese Spionageaffäre, die mutmaßlich, die es da jetzt gibt. Wie haben Sie den eigentlich so erlebt, Maximilian Krah? Der ist auch so eine ganze Weile im EU-Parlament. Ich weiß nicht, ich fand ihn immer unauffällig und ich weiß nicht, er sitzt da vor mir mit so einer Popper-Frisur, dass ich ihn ein bisschen unangenehm fand, aber er ist mir nie aufgefallen weiter. Bleiben wir ganz kurz dabei, er soll ja mutmaßlich einen chinesischen Spion beschäftigt haben, Mitarbeiter, der auch im EU-Parlament war. Es wäre jetzt Ihre Möglichkeit zu sagen, haben Sie auch irgendwelche Spione engagiert, es wäre jetzt die Möglichkeit, damit rauszukommen oder vielleicht in Planung? Man hat ja manches Gefühl, Sie würden auch gegen die EU ganz gerne arbeiten. Also ich warte erst die Kohle ab, weil von meinem privaten Geld zahle ich keinen Spion. Und wenn Spion, dann aus welchem Land dann oder für welches Land? Ist egal, mir würde einfach die Vorstellung gefallen, ich rede jetzt mit meinem Spion, das ist doch gut. Ich würde den einfach so ein bisschen losschingieren, jetzt spionier mal was Richtiges. Aber er darf nicht zu viel Gehalt verlangen? Nein, ich denke irgendwie Mindestlohn, oder? Klingt fair, ja. Also ich arbeite nicht gegen die EU, sondern ich arbeite dafür, dass das, was die EU macht, transparent wird. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Und Spione einstellen würde ich auch, sobald wir das können. Ich würde das ganz offen ausschreiben. Und ich meine, ich halte das auch für ein bisschen instrumentalisiert vor der Wahl. Ich stehe, glaube ich, nicht im Verdacht, mit der AfD zu sympathisieren. Wir kämpfen gegen rechts seit 1996 mit vielen Aktionen in Titanic und in der Partei. Und trotzdem halte ich es für Quatsch, jetzt da irgendwie wegen eines chinesischen Mitarbeiters. Wir wissen, dass wir alle komplett abgehört werden. Wir wissen, dass die USA, wir kennen das Merkel-Zitat, abhören unter Freunden geht gar nicht, dass es gang und gäbe ist. Frau Berg, welche Vorstellung haben Sie eigentlich vom EU-Parlament? Nee, abseits vom Spion. Also was ist so die Vorstellung, die man hat jetzt so als noch nicht Politikerin? Ich hatte bis zur Recherche für mein letztes Buch eigentlich eine sehr schwammige Meinung von der EU. Ich habe irgendwie alles mitgekriegt. Oder sagen wir mal so, ich habe ein bisschen, wie sagt man dem, Angstlust. Also ich konzentriere mich eigentlich eher auf das, was alles nicht läuft und habe halt so bei der EU viel mehr auf, dass es eigentlich eine marktwirtschaftliche Vereinigung ist, eine gewinnorientierte. Und so sieht das dann aus. Und was ich gelernt habe, dann wirklich habe ich durch Sonneborns Buch gelernt. Welches Buch? Das erste. Wie heißt das? Das heißt, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Ah, ja, genau. Wir müssen das nochmal droppen, den Namen. Halt wirklich, wir stellen die Werbeplattform gerne zur Verfügung übrigens. Dann habe ich jetzt kürzlich einfach zweimal das Parlament in Straßburg besucht und fand es relativ schwierig, weil es sind sehr viele Menschen dort und die sehen nicht hübsch aus. Aber das ist vielleicht nebensächlich. Und jetzt wollen Sie mit Satire die EU verbessern, wollen das voranbringen? Ich möchte eigentlich eine Revolution und gucke einfach, wo setze ich an. Und die Revolution soll auch ein bisschen witzig irgendwie sein? Also zumindest, ich denke absolut, weil sonst erträgt man den Scheiß ja nicht. Frage an beide, finden Sie sich selbst witzig? Lachen Sie über eigenen Witze? Schreibt man die noch selber? Nee. Also wir lachen gegenseitig über uns, aber nicht über unsere Witze. Wir geben uns Geld dann einfach dafür. Das ist auch eine gute Sache. Was ist denn eigentlich der beste Politikerwitz? Also, gibt es da einen? Der beste Politikerwitz ist, glaube ich, der, dass mein Kollege Angel Jambatzky im Europäischen Parlament kürzlich den Hitlergruß gezeigt hat, der Parlamentspräsidentin Metsola gegenüber.
und hinterher gesagt hat, er habe ja nur zuwinken wollen. Dabei war der, er war schlampig ausgeführt, aber er war einwandfrei zu erkennen. Aber gibt es so einen allgemeinen irgendwie? Ich bin noch nicht dabei, ich bin noch... Aber so auch vielleicht draufschauend auf die Politik? Ich fand die immer zu langweilig, um Witze darüber zu machen. Ist es langweilig eigentlich im EU-Parlament? Natürlich gibt es langweilige Sitzungen, aber man muss ja nicht alles mitmachen. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Vertreter der Position, dass man Sacharbeit betreiben sollte im Europäischen Parlament. Deswegen bin ich nicht typisch, da kann das eigentlich nicht beantworten. Sie versuchen ja Ihre politischen Anliegen, das haben wir jetzt mehrfach verstanden und auch selber jetzt hier gerade schon mehrfach zu hören bekommen, mit teilweise sehr überspitzter Satire an die Leute zu bringen. Ne? Dahinter, ich glaube, das wird den meisten auch klar, steht ein ernsthaftes Anliegen. Frage wieder an Sie beide, gibt es einen Punkt oder ein Thema, worüber Sie keine Witze machen? Willst du? Ich würde nie Witze über Sibylles Frisur machen, einfach weil mir das irgendwo um die Ohren fliegen würde, glaube ich. Die Frisur, wenn ich die aufmache und shake, oder? Das flöge die um. Können wir das mal sehen? Na, das nein, muss ich dann wieder Radio bringt es hier eh nichts. Alles. Guten Tag draußen an den Geräten. Wir können das beschreiben. Das ist doch hier noch Radio. Die Sibylle Berg, ja, bei Ihnen irgendwas? Satire weiß ich nicht. Satire ist nicht meins. Also ich schreibe ja Bücher, die hoffentlich immer auch ein bisschen lustig sind. Und da denke ich, es gibt, das ist ein blödes Wort, ich denke sofort an Jan Böhmermann, es gibt eine Kunstfreiheit und eigentlich denke ich, ich kann alles. Ich sollte alles können und wenn ich das nicht mehr kann, gehe ich in die Politik. Bleiben wir noch kurz bei Grenzen der Satire, Herr Sonneborn. Ich glaube, Sie haben auch in Ihrer Vergangenheit, in Ihrer Karriere durchaus schon selbstkritisch auch mal eingesehen, insofern man diese ernsthaften Momente mal abpassen konnte, dass der ein oder andere Witz über die Stränge geschlagen hat. Ne? Ich erinnere mich da an einen Rassismus-Skandal, wo Sie in den Tweetern wieder gelöscht hatten und sich auch entschuldigt hatten. Lernt man daraus? Gibt es bestimmte Sachen, die man nicht mehr witzig verpackt? Nein, also ich habe den Tweet auch nicht gelöscht, wenn ich mich recht erinnere. Die Entschuldigung ist von einer Werbeagentur relativ teuer formuliert worden. Es gibt ja dann diese Rituale im Netz, die man vollziehen muss. Das habe ich getan. Und ich glaube, das war damals ein Missverständnis. Es gibt da unterschiedliche Ansichten, ob das ein lustiger Witz war oder nicht. Den Witz würden Sie so nochmal bringen? Es war in der entsprechenden Situation, also natürlich nicht jetzt, wo er schon einmal skandalisiert worden ist. Man macht ja einen Witz auch nicht zweimal. Aber das war ja kein anti-asiatischer Witz, sondern ein dezidiert anti-amerikanischer Witz. Das ist nur hier in Deutschland nicht so verstanden worden. Und im Gegenteil, ich bin jemand, der sich für absolute Kooperation mit China und auch mit anderen Ländern, die gerade sehr kritisch gesehen werden, einsetzt. Und ich finde eigentlich, das, was gerade passiert, nämlich, dass wir uns wirtschaftlich abkoppeln, dass wir praktisch da einen amerikanischen Außenpolitikkurs mitspielen, das gefällt mir überhaupt nicht. Und die nächste Parteireise, die wir machen werden, ist, glaube ich, eine Reise nach China. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Die letzte Reise ging nach Bergkarabach. Das Land gibt es nicht mehr. Aserbaidschan. Kommt Herr Kram mit? Ich glaube nicht, dass wir den einladen werden. Der ist mir zu schmierig ein bisschen. Aber das letzte Land, das wir besucht haben, ist halt von der Europäischen Union im Stich gelassen worden, als es von unserem Wertepartner und Öllieferanten Aserbaidschan unter Aliyev, ein Mann, der viele CDU-Abgeordnete in Deutschland bestochen hat, erst 9 Monate lang belagert, ausgehungert und dann bombardiert worden ist. 120.000 Menschen sind vertrieben worden. Das Land ist aufgelöst worden zum Jahresbeginn jetzt und das hat niemanden hier im Westen interessiert. Ich hoffe, dass es China nicht so ähnlich geht, wenn wir dahin reisen. Lassen Sie uns mal über harte Politik jetzt sprechen. Also Europawahlkampf gerade, die Partei ist mittendrin. Ja, aber es gibt doch bestimmt trotzdem Ziele, oder? Was sind denn Ihre Ziele für die Europawahl, für Europa? Also die Ziele sind ganz klar 1 Million Stimmen. Das wären dann ungefähr 2,5%. Dann würden wir mit 3 Abgeordneten einziehen. Eigentlich bräuchten wir 2 oder 5 Millionen Stimmen. Dann würde auch die Gruppe Wagner noch mitkommen. Die haben wir auf dem Wahlzettel stehen. Die Gruppe Wagner? Ja, wir haben Leute mit dem Nachnamen Wagner gesucht und ich weiß, dass Daniel Wagner sich beworben hat auf dem Aufstellungsparteitag mit dem Hinweis, er sei öfter abgestürzt als Prigozhin und damit ist er gewählt worden. Also ich hoffe, dass das nicht auch schon wieder prophetisch ist. Was für Kompetenzen bringen dann diese Kandidaten mit, außer ihren Nachnamen?
Naja gut, ich glaube, dass wir im Parlament Furcht und Schrecken verbreiten können und das würde uns natürlich gefallen. Ich hoffe, dass es nicht so prophetisch ist wie die letzte Aufstellung, denn bei der letzten Wahl sind wir mit einer Liste angetreten, auf der vorne Bombe und Krieg standen, also relativ vorausschauend, und dahinter Bormann, Eichmann, Keitel, Hess. Wir haben also sowohl den Rechtsruck als auch den Krieg vorweggenommen. Wir waren unserer Zeit voraus. Also ich halte mal fest, 1 Million Stimmen, das ist das Ziel, aber gibt es ein politisches Ziel irgendwie, also für Europa tatsächlich? Ja, ich setze auf eine Verkleinerung der Europäischen Union. Ich habe ja die Briten bereits rausbefördert und ich glaube, dass wir ein paar kleine osteuropäische Staaten loswerden sollten. Sie waren das? Sie haben die Briten rausbefördert? Ja. Wie haben Sie das gemacht? Weil du nicht Englisch kannst? Oder? Genau. Ich wollte, dass Deutsch Amtssprache wird. Müsste eigentlich jetzt. Ich weiß gar nicht, warum noch Englisch gesprochen wird. Können Sie besser Englisch als Herr Oettinger, oder? No. Okay. Wer ist Herr Oettinger? Das ist der Englischlehrer aus Baden-Württemberg. Okay. Da habe ich auch ein YouTube-Video gesehen. Da haben Sie den gefragt, also bei meiner tiefgehenden Recherche. Ja, ist doch einiges im Netz zu finden, offenbar. Martin macht das Große und ich möchte eigentlich im Ernst jetzt irgendwie, kannst ja nicht irgendwie leider Abstimmungen beeinflussen oder so. Ich möchte wirklich so in meinen Themen, die mich interessieren, das ist irgendwie das Nerdzeug halt, Überwachung, Armut, bisschen Kunst, Transparenz machen und aufmerksam machen. Bisschen Kunst und Transparenz, ja. Während Sonne. Herr Sonneborn, osteuropäische Staaten aus der EU schmeißen will, wo würden Sie da anfangen und warum? Das macht ja er, oder? Ich nehme erstmal die ganzen Politiker vor oder Politikerinnen, die einfach ständig für mehr Überwachung stimmen und werde die alle mal hacken und werde mal gucken, was die so in ihren Chats haben. Wir sind gespannt. Welche Staaten, Herr Sonneborn? Also nicht nur die osteuropäischen. Wir haben im Moment kleine osteuropäische Staaten, die praktisch Stadtstaaten sind. Die haben teilweise nicht mehr Einwohner als Hamburg und treiben aber gerade eine aggressive Europapolitik voran. Die würde ich vor die Tür setzen, aber dann auch sämtliche Steueroasen. Und da, also Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweiz. Deutschland natürlich auch. Ach, Schweiz, wir sind ja gar nicht drin. Schweiz müssen wir erst aufnehmen, einfach aus finanziellen Gründen. Also ich würde einige raus vor die Tür setzen, ja. Bleiben wir mal kurz beim Szenario EU-Wahl. Spielen wir es mal durch. Die Gruppe Wagner kommt auch noch mit rein. Die Partei ist mit einer großen Fraktion im EU-Parlament. Gibt es dann irgendwie ein größeres Ziel, was dahinter steht? Totale Übernahme, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Also, dann können wir es wirklich neu mischen. Ja, und dann? Was passiert nach der Machtübernahme dann? Erstmal alle Lobbyisten verbieten, dann viel verbieten. Verbieten ist immer geil. Oder? Also so Steuersparmodelle alle zu kloppen, ist nicht mehr möglich. Ich hätte viele gute Ideen, oder? Aber eine Verbotspartei soll es werden. Genau. Also irgendwie, ich würde zum Beispiel digitale Patientenakten verbieten, digitales Geld verbieten. Ich würde fernerhin verbieten. Korruption. Wir haben Korruption im Parlament, die man hier gar nicht zur Kenntnis nimmt. Es gibt mein ehemaliger Kollege Sikorski, der jetzt als Außenminister in Polen arbeitet, der hatte Nebenverdienste knapp unter 1 Million. Und also es gibt eine ganz offizielle Korruption, die nicht strafbar ist, die jeder kennt. Der kassierte auch 93.000 Euro von den Vereinigten Arabischen Emiraten, um einfach ein bisschen Stimmung zu machen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich mir vornehmen würde, wäre, dass wir die EU dazu bringen, wieder eine Friedensunion zu werden. Als solche ist sie gegründet worden. Jetzt erleben wir einen Wechsel. Wir machen ja seit 10 Jahren praktisch auf die Militarisierung aufmerksam, die wir schon sehr lange verfolgen in der EU, ohne dass das hier wirklich mitbekommen wird. Und jetzt haben wir den Wechsel zu einer Sicherheitsunion unter Kommissionspräsidentin von der Leyen. Ich glaube, dass wir wieder mit Diplomatie arbeiten müssen. Das ist das, was die EU eigentlich ausgezeichnet hat. Die Diplomatie ist in Europa erfunden worden und dahin müssen wir zurück. Sehr ernsthafte Worte. Weniger ernsthaft scheint mir dahingehend ein Vorschlag, den Sie wahrscheinlich erstmal auf Bundesebene durchbringen wollen. Sie fordern ein Einser-Abitur für alle Schüler und ich glaube, das könnte viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, gerade wenn ich mir anschaue, wir haben recht viele junge Hörer, junge Politik in Sachsen, ja der Name unseres Podcasts. Wie stellt man das an? Wie bringt man ein Einser-Abitur für alle auf den Weg? Na, da hätte ich zum Beispiel einen Ansatz, du kannst dann deinen sagen, oder? Meiner wäre einfach alle Zensuren abschaffen generell. Und dann hat man ein Einser-Abi. Und dann kriegen sie alle wenn fertig ist, kriegen alle ein schönes Einser-Abi. Und jetzt der andere Weg?
Das ist Ihnen wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber auf den Plakaten, die wir vorrangig im Umfeld von Schulen und Gymnasien hängen, steht ganz deutlich 1er Abi für Aale. Das ist falsch geschrieben. Der Ministerpräsident Kretschmann in Baden-Württemberg hat gerade gesagt, Rechtschreibung sei scheißegal in der Schule. Und das führen wir weiter. Wir versprechen den jungen Leuten ein 1er Abi. Aber ist doch gut. Alle. Also ab diesem Jahr kann man ja auch ab 16 Jahren schon wählen. Also da können Sie vielleicht noch ein paar Schülerinnen und Schüler mitnehmen. Na, oder nicht, oder halt Aale. Also oder Aale. 16-jährige Aale. Gut, ja. Na dann hoffen wir mal, dass die von Ihren Vorschlägen überzeugt werden. Vielleicht bringen Sie die dann auch noch zur Wahlkabine mit. Ja. Wie wird der Wahlkampf noch laufen die nächsten Tage? Gibt es überhaupt einen Wahlkampf? Schmutzig. Wir machen gar nicht so viel Wahlkampf. Völlig lustlos. Wir machen eine Woche vor der Wahl machen wir in Berlin ein bisschen Krawall und damit hat es sich eigentlich. Na dann. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns im Podcast waren in Dresden. Viel Spaß dann heute Abend noch. Und gern, schön. Wir wurden gezwungen. So ist es manchmal. Dankeschön. Der Herausgeber oder Chefredakteur hat uns hier abgefangen, hierher gekarrt, ausgeladen und jetzt sitzen wir hier. Und wir haben von innen zugeschlossen die Tonkabine. Und es ist auch ziemlich warm hier drin. Aber wir mögen uns total. Deswegen lassen wir Sie jetzt wieder raus. Okay. Bis nach der Wahl. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss draußen. Tschüssi. An den Geräten.